Hallo zusammen, heute gibt es wieder meine Film- und Serientipps. Und außerdem, was ganz, ganz, ganz toll ist, nämlich ich verlose heute die ultimative Fanbox unserer Serie Wishlist, die super limitiert ist und die es nur bis zum 30.09. bestellbar gibt dieses Jahr. Aber dazu gibt es mehr am Ende des Videos. Die folgende Review reflektiert nur meine eigene Meinung. Chrissys Kopfkino. Keine Filmkritikerin. Nur ein Mädel, das auf Filme steht. Kino. Mission Impossible 6 – Fallout. Mit MI6 Fallout setzen die Macher und wagemutiger Stuntschauspieler Tom Cruise nicht nur einen drauf, sie perfektionieren sogar technisch, choreografisch, künstlerisch und dramaturgisch klassische Action-Szenen und erreichen Mad Max Fury Road Niveau. Dicht gefolgt von einer echt gedrehten Wahnsinns-Fallschirmsprungsequenz ist meine persönliche Lieblingsszene der Badezimmerfight. Kreativ, clever und auch lustig strukturiert und mit der stärksten Kampfchoreografie, die ich seit Jahren gesehen habe. Zudem findet die Filmgeschichte mit typischen Mission Impossible Elementen Back to the Roots und überzeugt auch mit cleverem Inhalt, komplexen Wendungen, überraschenden Erzählstrukturen sowie vielschichtigen, sympathischen Charakteren. Und ob 107 choreografierte Stürze aus dem Flugzeug, Dach-zu-Dach-Sprüngen oder Rumklettern an einem fliegenden Helikopter, durch Tom Cruise Wahnsinns-Stunts entsteht ein neues Genre und Action-Fiktion wird zur Action-Realität. Und das spürt man. 4,5 von 5 Punkten. Ant-Man and the Wasp. Absolut angetan vom ersten Teil habe ich mit Freuden Ant-Man and the Wasp erwartet und durfte die Schauspieler für Challenges sogar persönlich treffen. Das lustige Video zu dem Erlebnis verlinke ich euch in die Infobox. Und zum Film, auch wenn es dem Drama an Authentizität fehlt, steht der Film seinen Vorgänger in Sachen Humor in nichts nach. Die Schrumpf- und Wachstechnik macht nach wie vor Spaß mit anzusehen und dazu gibt es eine geballte Ladung Frauenpower. 3,5 von 5 Punkten. Sicario 2. Ein zutiefst pessimistischer Kartellthriller über eine hoffnungslose Welt. Die Kunstfertigkeit, Beklemmung und schöne Inszenierung des Vorgängers ist hier verschwunden. Es bleibt aber eine schnörkellos und durchgehend spannende Genregeschichte mit angenehm überraschendem Drehbuch, ohne auf ausladende Action setzen zu müssen. 3,5 von 5 Punkten. Netflix. Geniale Innenarchitektur. Eine verblüffende Doku-Serie über die ausgefallensten Einrichtungen, die Menschen auf der ganzen Welt ihr Zuhause nennen. Ich habe schon auf YouTube total gerne Haus- und Apartment-Touren geguckt und deswegen kann ich mich für diese Netflix-Sendung umso mehr begeistern. Die zeigt, was die inspirierte Menschenhand künstlerisch aus ihrem Heim erschaffen kann. 3 von 5 Punkten. Megamind. Der Hype um die Unglaublichen 2, der im September startet, ist groß und deswegen habe ich hier den perfekten Aufwärmfilm für euch. Megamind ist ein total unterschätzter Animationsfilm, der die Geschichte eines Superbösewichts erzählt. Gut wie böse sind super lustig, cool und berechenbar und erreichen einen auch emotional. Wie in so vielen Animationsfilmen ein geniales Drehbuch und absolut sehenswert. 3,5 von 5 Punkten. Amazon Prime. Looper. In einem düsteren Jahr 2040 begleiten wir einen drogenabhängigen Zeitreiseauftragskiller, ein sogenannter Looper, der anonyme Opfer aus der Zukunft hinrichtet. Eine Mission, die schiefläuft, führt ihn in ein vielseitiges Abenteuer, durch das er sich seinen eigenen Schattenseiten stellen muss und auf das Übernatürliche in Form eines unschuldigen und unfassbar gut gespielten Kindes trifft. Paradox, wie es für das Zeitreisegenre üblich ist, ergreift mich die Spannung, Atmosphäre und dramatische Entwicklung der Figuren im Film. Einer meiner Lieblings-Zeitreise-Thriller. 4 von 5 Punkten. Kubo. Ein wunderschönes Stop-Motion-Meisterwerk erwartet euch auf dieser gefühlvollen Abenteuerreise des kleinen Samurais Kubo. Magische Bilder treffen auf asiatische Weisheiten. Einer der besten Filme des Jahres 2016. 4 von 5 Punkten. DVD und Blu-ray. Game Night. Endlich wieder eine wirklich gute Komödie. Brettspielsuchtis, die gleichzeitig auch sauschlechte Verlierer sind, lassen sich auf ein Krimi-Rollenspiel ein, welches aber kein Rollenspiel ist. Dies wissen jedoch die Mitspieler nicht und stürzen sich gierig zu gewinnen ins gefährliche Gangsternachtleben.
zum Totlachen guter schwarzer Humor und vor allem der psychotische Nachbar und ewige Außenseiter sowie auch immer Jason Bateman hinterlassen einen Eindruck zum Brüllen. Was zudem extrem lobenswert an Game Night ist, ist die hochwertige Inszenierung, die für das Comedy-Genre eher unüblich ist. Technisch epische Spielmontagen und sogar eine aufwendig konstruierte Schnittplansequenz machen so einigen Blockbuster-Action-Szenen Konkurrenz. Leider ist Game Night in der Öffentlichkeit total untergegangen, obwohl er in jeder Hinsicht ein genialer Film ist. 4 von 5 Punkten. Hallo, ich bin Wish. Ich erfülle Wünsche. Was würdest du machen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Willst du vielleicht mitfahren? Ich dachte, es wäre vielleicht dein Wunsch. Es geht darum, was diese App mit uns macht. Ich will die ganze Scheiße hier einfach nur irgendwie überleben. Wir sind voll am Arsch, Kim. Jeder von uns könnte der Nächste sein. So, und wie versprochen, verlose ich heute eine ultimative Fanbox unserer preisgekrönten Serie Wishlist. Und da freue ich mich ganz besonders, weil es ist ein richtig, richtig besonderes Ding, dass es nur einmalig bis zum 30.09. gibt. Und ihr könnt das vorbestellen bis zum 30.09. Und aufgepasst, dann wird es nur in der bestellten Stückzahl produziert. Und dann nie wieder, leider. Aber ich verlose heute ein gutes Stück davon. Und was alles da drin ist, ist natürlich Staffel 1 und 2. Und dann, voll geil, eine neue Bonusfolge, die wir für euch gedreht haben. Dann ganz, ganz, ganz viele Sachen, die das Wishlist-Fanherz begehrt. Nämlich 3 Poster, Autogramme von allen Darstellern. Den Soundtrack, also wirklich haptisch als CD. Dann gibt es Sticker. Dann gibt es auch noch einen Turmbeutel. Und falls ihr die Serie nicht kennt, habe ich hier einen ganz, ganz coolen Einspieler für euch, der Lust auf die Serie macht und der auch nochmal zeigt, was in der Box enthalten ist. Ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Donnerstag. Ciao. Na, geht's dir gut? Aufgepasst. Was, seid ihr so abhängig? Tun Sie doch nicht alles, was Ihnen eine verdammte Handy-App sagt! Was habt ihr euch gewünscht? Mira, was hat sich das denn gewünscht? Nimm dir immer alles, was du willst. Wann du willst. Und wie du es willst. Du willst mir helfen, Süße? Du passt auf, dass hier keiner Scheiße baut. Hey Janina, na geht's dir gut? Nein, mir geht beschissen, das denn. Ich hoffe jetzt eure Hilfe, okay? Wir sind bei allem am Start. Welchen Wunsch darf ich dir erfüllen, Janina? Was hier drin gleich passiert, könnte ganz schön eklig werden. Ich wünsche mir, dass ich nicht von der scheiß Schule fliege und versetzt werde. Deine Aufgabe wurde berechnet. Ja? Rette den hilfsbedürftigen Pinguin am Islandufer 15 um 14.36 Uhr mit einem Feuerwehreinsatzwagen. Boom! Du wirst viele Feuer löschen von den Ladies. Oh ja. Nimm den Schlauch. Oh ja. Boom, boom, boom. Ich werde ein Feuer löschen, sexy Lady. Was ist das denn für ein... Das waren harte Monate, die wir jetzt hatten. Aber in Wirklichkeit stand das Team halt nur daneben und dachte sich nur... Chicas hier, Chicas da und ey. Wir haben uns die ganze Zeit nur schlapp gelacht, weil ich weiß gar nicht mehr, was Lustiges passiert ist, aber wir haben uns nicht mehr angeguckt. Ich bin total glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe. Und das ist meine erste große Rolle im Film. Es ist einfach Erfahrung. Einfach machen und das ist halt super. Da hatte man das Gefühl, dass der ganze Cast und die ganze Crew hier richtig Bock drauf hat. Thank you.